Ich kann mal neu starten, ja. Warte mal. So, schauen wir aber, nachdem die erste Runde rum ist, beziehungsweise hier noch ein LTV-Bug, selbstverständlich. Das hängt oben drauf. Sonic Bank ein bisschen durch. Ja, Frotty Bombe perfekt im Blick. Und jetzt sehen wir den aktuellen Spielstand. Also 6:4 steht es. Ja, das heißt, wir sind in der zweiten Hälfte. Vielleicht könntest du noch mal ganz kurz schauen. Ja, natürlich. Wenn du mir sagst, was, kann ich auch schauen. Wie steht? Ja, natürlich, was denn sonst? Ja, was weiß denn ich? So, sag mir bitte die Uhrzeit und dann, wann der Bäcker aufmacht. 6:40 Uhr. Ich weiß, was Frühstück bei McDonald's gibt, würde ich gerne wissen. Ja, wir sind wir momentan noch nicht schlüssig. Wir tendieren MTW gegen EG. Ja, warte doch mal. So, hier. Weil 5:5 wusste ich noch. Also 8:7 ging es aus. Also 8 Terrorrunden konnte MTW holen. Ja. Das heißt, sie haben hier mittlerweile die 14. Runde. Und 14:11 steht es. Also, das ist der Spielstand. EG, die hier auch schon wieder 4 Terrorrunden holen. Und ich habe es ja gestern schon gesagt, die europäischen Teams mittlerweile sind sie auf der T-Seite auf Train sehr, sehr stark. Und von da wenig Probleme. Dass man hier auch mal gut und gerne einige T-Runden sieht. Fly übrigens, kurze Info, hat die erste Map gewonnen gegen Jaws. Also 1:0 steht's da. Und momentan. Siehst du das immer? Ja, siehst du, ich habe hier halt Kontakte. Ich habe Connections. Ach so. Ja. Ne? Ich habe meine Spione. Freunde! Ja, nee, das ist. Vielleicht. Ist kein Freund? Nee. Gut, das war auf jeden Fall die nächste Runde hier für EG. Die damit sich weiter und weiter zurück ins Spiel positionieren. MTW kann weiterhin kaufen. Ja, MTW auch natürlich sehr, sehr gerne verfolgt aus der deutschen Sicht. Aufgrund natürlich, dass die Organisation aus Deutschland ist. So, Popdog, Füße gesehen, als einer schnell hintergekommen. Mitte auch ebenfalls schnell raus. Tabi. Und er geht aufs Plateau und macht sogar den. Oh, lange gebraucht, aber jetzt ist er down, der Sonic dort oben. Minute schaut direkt vom Kargang aus. Und er flecht hier für Sunde. Jawohl, schöner Retake. Storm mit dem Plant. Nothing ebenfalls dort. Allerdings keine AWP bei beiden. Nothing mega low mit 14 AP. Und Storm deckt zurück. Storm, erster Frag und jetzt ist er down. Also der Defuse für MTW. Und das ist die rettende 15. Runde. Tja, währenddessen kurzes Update, vielleicht mal Warcraft 3. Echo ist natürlich immer noch die erste Map. Momentan der Human-Spieler dabei zu expandieren, wird hier immer ein bisschen von Happy Harris, der mit Death Knight und Naga hat schon einiges an Hitpoints verloren. Die Echse stehen inzwischen, die Tau sind natürlich im Aufbau. Also es geht jetzt hier schon so ein paar Minuten, das Geplänkel. Jetzt geht es erstmal auf die Naga von Happy, die sich hier zurückziehen muss. Auch der Ricard nicht mehr so wirklich viele Hitpoints. Aber jetzt müssen wir mal gucken, auf wen er denn da gehen wird. Aber ich denke, bevor hier, ja, Happy zieht sich hier zurück, gehen wir mal wieder zu Knochen, denn da geht es ja vielleicht in die entscheidende Runde. Ganz genau. Die MTW-Jungs haben nochmal fleißig eingekauft. Sonic da den First Frag gemacht. Und da gibt es auch den Go auf den Sport. Minute fällt am Kargang. Und Sunde muss jetzt schnell schauen mit seiner AWP dort drüben. Kommt die Flash und Sunde fällt ebenfalls. Sonic rausgepusht aus der 10. Mitte, wo er vorher stand. Jetzt mit der USB gegen den 5er Zug und er holt ihn da weg. Nothing is down. Sonic switcht auf AWP rum. Und Sonic macht hier den Final Frag. Und damit ist es der Sieg. MTW gewinnt hier gegen das Team EG. Amerika ist damit draußen hier.